Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2 zu Part 96. Und jetzt machen wir hier weiter, wo wir aufgehört haben. Bei dem nächsten Leutnant. So. Der ist auch nicht so weit entfernt. So, zwei haben wir schon getötet, jetzt kommt der dritte. Was mache ich hier oben? Ich töte dich hier oben, also klappe jetzt. So. Das heißt, ich muss erstmal ganz hier außen rumspringen hier, um dann dorthin zu kommen, wo ich hin muss. Wow, Alter, das war geil. Alter, was war denn das? Egal, war irgendwie so eine Fahne oder sowas, habe ich wohl drauf, ne? Yummy, yummy, yummy. Muster Money. Warte, das ist hier. Non si passa. Ja, jetzt. Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. So. Das ist jetzt der dritte, ist nämlich der. Naja. Das ist der Priestersöldner. So. Das andere ist dann nämlich der Bauer. Wenn es so ist. Ich weiß ja nicht. Oh, mal loslegen hier. Ah, ich bin schon richtig, ich muss hier rüber. Ja, aber nicht bei mir hier. Das kannst du vergessen, Freundchen. Na gut. Widerstand wird zu nichts Gutem führen. Ich höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun. Orte aufzusuchen. Soll er herkommen? Pflichten zu erfüllen. Ha! Es gibt nur eine Pflicht. Unterwerfung. Warum auflehnen? Warum kämpfen? Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch verlassen. Sie sind geflohen, um in Selbstmitleid zu vergehen. Savonarola will nur das Beste für euch. Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ein Volk geeint im Glauben. Alle Menschen sind gleich in den Augen des Herrn. Und so sollen sie es auch in Florenz sein. Das ist die Gelegenheit, ein neues Blatt aufzuschlagen, unsere traurige Vergangenheit hinter uns zu lassen und zu einfacheren Zeiten zurückzukehren. Ich will nur helfen. Euch in eine neue Zukunft führen. Ach, drüben ist der Typ. Unser Geschenk. Hört auf abzulehnen, sonst habt ihr größere Probleme als eine geschlossene Brücke. Versteht, dass ich nicht drohen will. Ich will nur eure Augen für eine größere Wahrheit öffnen. Die Zeiten ändern sich. Nein, die Zeiten haben sich geändert. Und Widerstand wird zu nichts Gutem führen. Ich höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun. Tochter aufzusuchen. Pflichten zu erfüllen. Ha! Es gibt nur eine Pflicht. Unterwerfung. Warum auflehnen? Warum kämpfen? Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch verlassen. Sie sind vergehen. Savonarola will nur das Beste für euch. Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ja, jetzt. Alter, willst du mich gerade veräppeln oder was hier? Jetzt reicht's, ich hol mein Schwert raus.
dieser Tod, Alter. So. Sagt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. So, damit ist der nächste erledigt. So. Ja, wisst ihr was? Ich hau jetzt ab einfach. Tschüss, ihr Penner. Ja! Jetzt... Junge, reg mich jetzt nicht auf, Junge. Schwing dich rum, danke. So, perfekt. Junge, jetzt hau endlich ab und nerv mich nicht. Also, jetzt, so, da haben wir jetzt den jetzt erledigt, jetzt muss ich gerade gucken. Luigi, der Fischhändler aus San Marco möchte, dass es die ganze Stadt erfährt. So, dann brauche ich das mal hier schnell meine Munition wieder alles hier. Kugeln habe ich alles voll, dann noch einmal schnell die Wurfmesser mal hier voll machen mit so. Schickt mir eure Freunde. Und jetzt als nächstes schnell hier rüber zum Arzt. Weg, 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 weg. Ein Vergnügen. Hab Dank für das Geschäft. Gerne doch. So. So. Eine Flasche Wein, das Herz am rechten Fleck. Lasst ihn niemals im Kampf allein. Er kämpft für eure Zwecke. Ja, du kämpfst für Dreck. So, wollen wir hier rum. Ja, doch, war richtig. Ich hab's jetzt nicht fest, das Ding jetzt fast übersehen hier. So. 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 Ja, dann haben wir jetzt hier.
So. Und nochmal holen die kommen. Ja, mach was du willst, du Depp. Wo sind denn die dreckigen Schätze hier wieder? Du hast hier nichts zu schaffen. Lass mich hinbringen. Und ich tue nicht. Lass mich hinbringen. Ich habe nichts damit zu tun. Die Mörder! Die packt ihn! Komm her! Die packt ihn! Komm in seinen toten Winkel! Mach ihn sauber! Pazienza, ragazzi! Ja. Komm in deinen toten Winkel! Ein toter Winkel ist bei dir gleich der tote Krüppel, Alter. Tot. Tot. Alter. Jetzt geh halt rein, Ezio. Danke. Ich hab gedacht, die wären oben, aber... Nee, nee, nee. So. So. Ich habe die drei schon mal abgehakt, weil ich ja weiß, welche das ist. Das ist ja schon das. Und das habe ich ja extra die Nummer hingeschrieben, welche Nummer das ist von dem. So, danke fürs Heilen. Achtet darauf, dass die Wunde nicht wieder aufreißt. Mhm. Welch ein Können! Ja, natürlich, was für ein Können, natürlich, klar. Warum nicht? Ja, stimmt ja auch. So. Da laufe ich dann ran und da laufe ich dann nachher rein, nicht jetzt. Ja, okay, dann machen wir den eben halt. Auch mal so eine Minute lang. So, das war's. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wieder einschaltet, gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schreibt in die Kommentare, das wäre nämlich nett. Dankeschön. Also dann bis zum nächsten Part, euer Naruto 1986. Das war Assassin's Creed 2. 96. Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich. Ciao.